Da vorne ist es auch schon. Da müsste es irgendwo sein. Also, Berg steigen. Ist doch super. Ich habe übrigens bemerkt, dass es sogar eine Mission von... Ich habe vergessen, wie der Typ hieß. Oder wie die Fraktion hieß. Von den ersten, die wir getestet haben mit dem Glitch. Gibt es auch eine Mission von, da muss man hier hin. Und irgendwas machen, dass es nicht mehr regnet und so. Und keine Flugzeuge mehr abstürzen. Schon seltsam. Ja, ja. Aber da sollte es sein. Oder irgendwo hier. Da! Wuhu! Yay! Der Eingang. So, da war Initiative, Raum, bla. Bla, bli, blub. Yay. Doch schön. Bin ich voll happy. Yay. So. Gibt hier noch mehr zu sehen? Ich weiß es nicht. Deswegen sage ich einfach mal... Deswegen sage ich einfach mal, keine Ahnung. Nein, deswegen sage ich einfach mal... Ciao und bis zum nächsten Mal von Let's Play Just Cause 2. Rios unverkennbare Waffe. Chaos Fallschirm. Ricos Standard Fallschirm. Bullseye Sturmgewehr. Revolver. Scharfschützengewehr. Chevalier Classic. Agentur Luftkissenboot. Pell Silver Bowl 6. Diese Gegenstände habe ich erlangt, indem ich das offizielle Limited Edition DLC installiert habe. Und ja, da schaue ich jetzt mal, ne? Wie ich das jetzt so krieg. Also, man sieht sich irgendwann. Jo. Was ich gerade bemerkt habe, wenn man in Schwierigkeiten gerät, also dass man von der Armee verfolgt wird, dann kommen die Kameraden von einem und lassen einem Fahrzeug dafür ein. Das ist ziemlich geil. Und ich werde jetzt erstmal weiterspielen. Epic! Panzerfahrungsdobau! Wuhu! Baby! Epic! Nein, 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 nein. Nach oben. Yay. Also, kaufen wir mal. Ja. Ricos unverkennbare Waffe. Geil. den Chaos-Fallschirm, würde ich sagen. Den kaufen wir, oder? Der sieht geil aus. Oder das Bullseye-Sturmgewehr. Gibt's ja noch alles. Ja, okay. So viel gibt es in dem Spiel gar nicht zu kaufen, aber den Chaos-Fallschirm. Kaufen. Möchte ich. Lieferung ist unterwegs. Unterwegs. Das Zeug kommt jetzt runter. Wo? Ah ja. Sehen wir ihn mal uns an, tun wir. Yay! Epic! Epic! Yay! Baby! Oh yeah! Let's attack the Colonel! Woohoo! Wow! Verdammt! Drogen-Operationsdaten erhalten? What the fuck? Die Reaper? Ich arbeite nicht für die Reaper, sondern für die Rhodes. Fail. Yay. Juhu! We fly into the sky. La la la, la 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 la. Spielzeit 3 Stunden. Yay. Ich kann Aufnahme eigentlich direkt anlassen.
Also wir fliegen jetzt zum höchsten Berg und das ist hier dieser Berg. Jetzt habe ich es wieder weggemacht. Hält. Dieser Berg. Und ja, da fliegen wir jetzt hin. Denn da gibt es ein Achievement. Habe ich überhaupt den richtigen Berg jetzt markiert? Weiß ich gar nicht. Naja. Ich glaube, das ist der da hinten, oder? Oder ist es der da vorne? Also entweder der da hinten, auf den ich gerade so ein bisschen gucke. Oder der. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, der da hinten ist ein bisschen höher. Könnte natürlich sein. Könnte aber auch sein, dass ich mich irre. Oh, der sieht höher aus. Keine Ahnung. Ja. Warum habe ich es eigentlich 25% erledigt? Ich habe da doch gar nichts gemacht. Da hinten ist ein Zeppelin, da fliege ich auch noch hin. Ja, aber ich denke mal da hinten, das ist der höchste Berg. Ja, ich glaube schon. Würde ich mal behaupten. Juhu. Krieg ich das Achievement eigentlich schon, wenn ich drüber fliege? Dann muss ich nicht aus dem Flugzeug raus. Weil sonst ist mein Flugzeug Bums. Da hinten ist was schon. Ja, da gehe ich dann direkt hin. Ich habe übrigens Rüstungsteile gesammelt, also ein Rüstungsteil, deswegen ist meine Gesundheit jetzt gestiegen. Also nicht wundern. Ich mache jetzt immer ein bisschen Offscreen, bis ich so viel RAM habe, dass das halt geht ohne FPS-Verlust. Okay, scheint nicht zu gehen, ohne dass ich rausfliege oder so. Ne? 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 Schädel-Operationsdaten erhalten. Schädel. Guck mal, Mama. Ja. Ich bin auf dem Dach der Welt. Geil. Schon wieder. Jo, das ist der höchste Berg. Yay, wo ist mein Flugzeug? Ich glaube, mein Flugzeug ist Bums. Weiß schon. Yay. Gut, dann mach ich mal weiter. Der Uniform hat sich geändert. Wie geil ist das denn? Die Uniform passt sich dem Wetter an. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Das war oh. Epic. Ich musste unten eine Konsole aktivieren, dass es alles in die Luft fliegt. Danach hatte ich eine gewisse Zeit, um da rauszukommen. Und dann ist alles in die Luft geflogen. Tut mir leid, dass ich die Aufnahme nicht rechtzeitig auch angemacht habe. Wie geil! LOL! Nochmal! Wie geil! Das ist lustig. Episch. Ausschwärmen! Verdammt! Setze ich ihn hier jetzt einen Sprengsatz an? Ja, schlecht. Kann ich da vielleicht. Nein! Scheiße. Der Übergang von normal zu Schnee. Sieht wie folgt aus. Passiert das automatisch oder muss ich weiter rein? Ja, es passiert automatisch. Und fertig. Wow. Wow. What the fuck? Glitch, glitch, glitch. Me is awesome. Me has found a glitch. Lol. Nein. 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 Nicht der Glitch. Scheiße. Nein, kassiert. Lol. Null. Hoffen wir mal, dass er den Schleudergang überlebt.
Lol, ich glaube, der hat ausgedient. Ich fahre jetzt erstmal und rette jemanden. Ich musste nur ein Fahrzeugteil einsammeln. What the fuck? Ich kann dich an verschiedenen Orten in ganz Panau absetzen. Yay. Wähle dazu einfach das entsprechende Symbol auf deinem PDA aus. Das ist der letzte Menüpunkt. Exfiltration freigeschaltet. Yay. Ja, das ist der letzte Menüpunkt, der bei dem vorher ein Schloss war. Das geht jetzt. Yay. Hey guys, what's up? Machen wir mal ein bisschen Bum Bum. Feind geortet! Alle Einheiten bei sich, Kontakt feuern! Yay, noch eine Ansiedlung abgeschlossen.